Die neue Woche beginnt mit leichtem Schneefall. Der weiße Winter bleibt also noch etwas bei uns. Und damit hallo und herzlich willkommen zu LTV aktuell am Montag. Die Stimmung in der Wirtschaft kippt langsam. Eine neue Initiative hat klare Forderungen an die Bundesregierung. Auf diese gehen wir gleich ein. Außerdem verraten wir, ob die SG Eintracht Peitz den Stern des Sports in die Lausitz holt. Jetzt blicken wir aber erst einmal auf die Corona-Fallzahlen. Zum Wochenbeginn fallen die wie immer niedrig aus. In Cottbus gibt es 12 neue Fälle. Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 266. In Quarantäne befinden sich über 2800 Menschen. Eine weitere Person ist gestorben. Im Karl-Thiem-Klinikum und im Sana-Herz-Zentrum Cottbus werden insgesamt 85 Corona-Infizierte behandelt. Davon liegen 26 auf den Intensivstationen. Im Landkreis Spree-Neiße kommen 26 neue Corona-Fälle dazu. Währenddessen wurden weitere Bußgelder ausgestellt. 7 Personen wurden erwischt, als sie im Nahverkehr ohne Mund-Nasen-Schutz gefahren sind. 5 Menschen haben den Supermarkt ohne Maske betreten. Und auch wenn das Rodeln aktuell lockt, muss auch hier das Ordnungsamt eingreifen. An der Landpyramide haben sich am Wochenende einfach zu viele Menschen versammelt. Außerdem ist das Rodeln an der Branitzer Pyramide aus Denkmalschutzgründen sowieso verboten. Von einem Lockdown in den nächsten und die Unternehmer rutschen dadurch immer weiter in die Krise. Thomas Knott und Matthias Schulze wissen, dass sie sich als Selbstständige immer anpassen müssen. Doch unverschuldet das Geschäft einfach zuschließen, das trifft hart. Und nicht zu wissen, wann es weitergeht, die Kosten aber weiterlaufen, macht zu schaffen. Die Ängste werden immer größer und so langsam kommt auch etwas Unmut dazu. Wann ist die Grenze erreicht? Viele Cottbuser Unternehmen fürchten um ihre Zukunft. Die beiden Autohausbesitzer Thomas Knott und Matthias Schulze haben genug vom Warten. Sie ergreifen selbst die Initiative und handeln. Beide haben schon viele Krisen erlebt. Doch so eine Situation ist auch für sie neu. Ich bin jetzt über 30 Jahre selbstständig und habe solch eine Situation noch nie erlebt. Und man kann es sich auch nicht wünschen, muss man so sagen, ganz klar und deutlich. Und wir hoffen alle, dass wir gemeinsam mit der Landesregierung, mit der Bundesregierung, die Unternehmer und Unternehmer eine Lösung finden. Und die Lösung kann nicht nur einseitig gestaltet sein, indem man sich ausschließlich auf den Gesundheitsschutz legt und die wirtschaftliche Situation ganz nach hinten stellt. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Gesundheitsschutz ist ein wichtiger Punkt, aber wir müssen differenzierter, punktueller arbeiten, um, sage ich mal, die Situation für alle erträglich zu machen. Lasst uns reden. Jetzt reden wir noch. Und es wird die Zeit geben, wo die Unternehmerinnen und Unternehmer und die Mitarbeiter nicht mehr weiter wissen und auf die Straße gehen. Und genau das ist unser Ziel, zu verhindern. Gemeinsam mit knapp 20 weiteren Cottbuser Unternehmen haben die beiden deshalb ein Aktionsbündnis ins Leben gerufen. Ich bringe mal ein Beispiel. Die Modegeschäfte, die also noch auf der Ware vom Sommer und auch vom Herbst sitzen oder das Weihnachtsgeschäft nicht mitnehmen konnten, jetzt aber die Frühjahrsmode schon wieder, die sie im Sommer voriges Jahr bestellt haben, kommt und die nicht bezahlen können, weil sie keine Einnahmen haben, dann wird das natürlich nicht nur kritisch für die Einzelhändler, sondern natürlich auch für die verbundenen Unternehmen und die also jetzt die Lieferanten sind für die Modebereiche. Und das ist natürlich eine Kettenreaktion, die da jetzt entsteht. Das macht uns äußerst Sorge. Das ist also auch der Grund, warum wir uns jetzt zusammengefunden haben aus dem wirtschaftlichen Bereich, um zu sehen, was können wir tun, wie kriegen wir maßvolle Verhältnisse wieder hin. Also nicht das, was eben ständig jetzt seit 10 Monaten nicht funktioniert hat, sondern wie kriegen wir das hin, dass also ohne ein steigendes Risiko wir die Wirtschaftskreisläufe wieder anschieben. Unterstützung erhofft man sich dabei von den Kammern. Die Industrie- und Handelskammer Cottbus kann die Sorgen und Ängste der Unternehmer verstehen. Sie fordern mehr Flexibilität für ihre Betriebe. Die Bundesregierung handelt zu stur. Auf der einen Seite möchte man Leben retten, doch auf der anderen Seite gehen dadurch Leben zugrunde. Man muss sich das auch immer vorstellen. Man muss sich auch mal auf die andere Seite setzen. Da ist jemand, der hat sein persönliches Kapital da eingesetzt. Der ist verantwortlich für Mitarbeiter. Der muss denen jeden Tag in die Augen gucken, den Leuten, die sagen, wie geht's weiter? Da hängen Familien dran. Da kann nicht immer von den Unternehmern Kurzarbeitergeld aufgestockt werden. Also da hängt so viel dran und da muss man einfach mal verstehen, dass da jetzt irgendwie auch mal die Grenze erreicht ist. Auch das Handwerk hat stark unter den harten Corona-Maßnahmen zu leiden. Zahlreiche Handwerksbetriebe sind existenzbedroht. Tausende von Euro wurden in Hygienekonzepte investiert. Die Geschäfte bleiben trotzdem zu. Die Zahlen steigen weiter. Sie stehen mit dem Rücken zur Wand. Und das ist aus unserer Sicht
nicht die Lösung, das gesamte wirtschaftliche Leben einzudämmen. Uns fehlt die konstruktive Abwägung zwischen Gesundheitsschutz, der für alle für uns von großer Bedeutung ist, und den anderen Belangen, wie zum Beispiel der Wirtschaft. Kein Unternehmer hat irgendein Interesse daran, das gesundheitliche Risiko für seine Kundschaft, für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzugehen. Ohne Kundschaft, ohne Kollegen ist man nichts als Betrieb. Deswegen wird alles unternommen werden, dass da keine Gefährdung eintritt. Aber man muss natürlich auch die Möglichkeit bieten, dass die geschäftliche Tätigkeit durchgeführt werden kann. Von Aktionen wie Wir machen auf distanziert sich das Aktionsbündnis. Das würde laut Thomas Knott und Matthias Schulze die Situation nur eskalieren. Ein Punkt ist den Unternehmen und Kammern aber noch besonders wichtig. Dass die Kitas weiterhin offen haben, dass die Schulen wieder in Bewegung kommen. Und ich möchte heute schon mal einen ganz großen Dank an die aussprechen, die bis jetzt durchgehalten haben in den Kitas. Und ich hoffe auch wieder zukünftig jetzt bald in den Schulen. Unser Betrieb macht das Schicksal der jungen Generation sehr große Sorgen. Wir können es uns einfach nicht leisten, dass wir hier eine Generation verlieren. Wie ernst die Lage ist, zeigt auch eine Blitzumfrage der IHK Cottbus. Daraus geht hervor, dass fast jedes zweite Unternehmen akute Existenzängste hat. 11% befürchten sogar, in den nächsten 3 Monaten Insolvenz anmelden zu müssen. 700 Unternehmer haben an der Umfrage teilgenommen. Die meisten von ihnen verlangen von der Regierung langfristige Konzepte, um eine Perspektive zu haben. Kunden von Cottbus Verkehr können wieder das komplette Angebot nutzen. Das Kundenbüro am Hauptbahnhof ist ab sofort wieder regulär geöffnet. Auskünfte gibt es unter der Woche zwischen 7.30 Uhr und 17.30 Uhr und am Samstag von 8.30 Uhr bis 13.30 Uhr. Das Service Center war in den letzten Wochen nur eingeschränkt erreichbar. Weitere Meldungen folgen im Überblick. Es geht um die beliebte Kinderuni und den Wettbewerb Jugend musiziert. Beide Veranstaltungen passen sich an Corona an. Jugend musiziert jetzt im März. Der Landesausschuss Jugend musiziert hat beschlossen, die 3 Regionalwettbewerbe und den Landeswettbewerb im März zusammenzulegen. Die Wertungsspiele in den einzelnen Kategorien werden am ursprünglichen Austragungsort in Schwedt, aber auch an weiteren Orten dezentral durchgeführt. So sollen nicht so viele junge Musiker aufeinandertreffen. Außerdem wird es in diesem Jahr erstmals kein Publikum geben. Sollten die Wettbewerbe auch im März durch die Eindämmungsverordnung noch nicht möglich sein, werden sie online durchgeführt. Nächste Kinderuni wieder online. Die nächste Vorlesung der Kinderuni beschäftigt sich mit dem Thema Tausch oder Täuschung? Welchen Wert haben Dinge wirklich? Durch die Corona-Pandemie werden die Vorlesungen wieder online sein. Sie starten am Donnerstag jeweils um 15 Uhr und um 17.15 Uhr. Am Samstag geht es dann nochmal um 11 Uhr los. Man muss sich aber unbedingt unter kinderuni@b-tu.de anmelden. Die SG Eintracht Peitz hat den Titel Stern des Sports ganz knapp verfehlt. Bei der deutschlandweiten Auszeichnung kommen sie auf Platz 4. Der Fußballclub wollte mit der Photovoltaikanlage auf dem Vereinsdach und den selbst gesteckten Klimazielen die Jury für sich überzeugen. Gewinner ist ein Sportverein aus Niedersachsen. Der I Can Do e.V. hat zu Beginn der Corona-Pandemie ein Bewegungsangebot für Kinder entwickelt. Sie sollen dadurch spielerisch den Umgang mit Nähe und Distanz lernen. Die Idee für das Projekt sind wir gekommen zu Beginn des Jahres, zu der Zeit des ersten Lockdowns. Die Stimmung war geprägt von Verunsicherung. Keiner wusste ganz genau, wie begegnen wir uns, wie können wir nah miteinander sein, wie ist das mit dem Abstand und den Hygieneregeln. Und wir haben dann gleich, als die Kinder zurück an die Schule kamen, dieses Projekt ausprobiert. Was unser Ziel gewesen ist, ist, dass wir den Kindern Spiele anbieten, über die sie lernen können, ihr Gefühl zu entwickeln, zu Nähe und zu Distanzzonen. Etwas, was die Kinder in diesem Alter nicht per se haben, sondern das muss man üben und trainieren. Also wir haben mit Abstand gespielt und dass die mir Spiele beigebracht haben, die ich nicht kannte. Man kann dann in Mathematik irgendwie mit so einem Zollstock rumlaufen oder sonst sowas, aber für uns Erwachsene ist das, denke ich, einfacher. Die Kinder müssen das erleben. Wann hat denn der Vampir gewonnen? Dafür müssen wir jetzt achten auf den Abstand, weil wenn man so dicht rankommt, ist es zu dicht. Wir haben verschiedene Spiele zusammengestellt, die jeweils immer unterschiedliche Anforderungen an die Kinder stellen. Mal haben sie mehr Abstand,
mal brauchen sie weniger Abstand. Und dadurch haben die Kinder die Möglichkeit, ihr Distanzgefühl Stück für Stück zu entwickeln und ihre Kompetenz im Umgang mit Nähe und Distanz zu verbessern. Wir haben da sehr gute Erfahrungen mitgemacht, dass bei den Kindern sich viel besser einübt, wenn sie das in solchen spielerischen Situationen noch machen, dass man das erlebbar macht. Ja. Wir haben die Nachfrage gar nicht richtig bedienen können. Wir sind an so vielen Schulen eingeladen gewesen, sodass wir nicht alle Nachfragen bedienen konnten. Ja, natürlich jetzt auch von woanders noch kommen können oder vielleicht sogar auch müssen, aber ich habe da auch keine Kenntnis von, dass davon irgendwo noch was gekommen wäre. Das war, ich glaube, schon ein sehr einzigartiges Angebot. I Can Do ist ein Verein, den wir kennen, wo die Sporttreibenden nicht zum Verein kommen müssen, sondern der Verein immer dahin geht, wo es notwendig ist, Sport zu treiben. Und dass sie aber auch das Ganze nicht als ihr besonderes Wissen allein behalten, sondern dass sie es weitergeben, dass sie Lehrer anlernen und dass sie auch bereit sind, es anderen Sportvereinen zur Verfügung zu stellen. Wir haben eine Handreichung entwickelt zum Thema Nähe und Distanz. Die Handreichung ging an die teilnehmenden Schulen erstmal und auch bei uns an der Homepage kann das eigentlich jeder abrufen. Und man kann sagen, dass die Broschüre mehrere tausend Mal downgeloadet wurde. Eine tolle Aktion, die sich doch auch hier in der Lausitz umsetzen lässt. Der Verein I Can Do bekommt als Gewinner übrigens 10.000 Euro. Und die SG Eintracht Peitz hält auch ohne den Titel Stern des Sports an den Plänen zu einem 100%igen klimaneutralen Fußballverein fest. Wir bleiben sportlich. Marco Bedrich steht kurz vor einer Motorsportkarriere. Der Cottbusser steigt ab März im Tourenwagen Motorsport ein. Das Fahrsichtungsprogramm hat er bereits erfolgreich abgeschlossen und konnte im theoretischen und praktischen Teil überzeugen. Marco Bedrich ist 27 Jahre alt und Geschäftsführer vom Deutschen Gewerkschaftsbund Südbrandenburg. Er schwärmt seit der Kindheit für den Motorsport. Konzentriert und schnell gehen muss es auch bei Carsten Müdlack. Er und sein Team führen im medizinischen Versorgungszentrum Sachsendorf unter Hochdruck Corona-Tests durch. Wie genau das abläuft und ob aktuell immer noch so viel getestet wird, das schauen wir uns morgen an. Bis dahin, tschüss. Unterwegs mit grünem Strom. Wasserkraft für saubere Energie. Grüner. Für die Lausitz, für mich. Stadtwerke Cottbus. There's a light, a certain kind of light that never shone on me. Find God, ain't got you. Der neue Renault Captur, so vielseitig wie sie. Jetzt probefahren in ihrem Autohaus Hertel und Söhne. Lamsfelder Straße 1 in Cottbus. Weitere Infos unter renault-hertel-cottbus.de oder telefonisch unter 0355 48 64 27 90. Käse ist gesund. Käse ist frisch. Käse ist sinnlich. Käse ist reif. Käse ist verführerisch. Wenn Käse, dann aus dem Paradies. Du studierst?
studierst oder machst eine Ausbildung? Dann wird es Zeit für deine erste eigene Wohnung. Zusammen mit der EG Wohnen. Ab 299 Euro im Monat für eine Dreiraumwohnung in fast jedem Stadtteil von Cottbus. Wenn du jetzt neugierig geworden bist, dann lass dich doch einfach beraten.